Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal Transport Fever 2 Mega City Projekt. Heute mit der dritten Update-Folge. Wobei das wahrscheinlich auch, oder nee, nicht wahrscheinlich, sondern es ist vorerst erstmal die letzte. Ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, wie sich die Städte so entwickelt haben. 2.1, naja, wird noch. Mega City Mitte sind wir mittlerweile bei 3.000 und das Ziel sind 6.400. Mega City Ost, wie schaut es da aus? 2.2 und auch hier das Ziel 6.4. Allerdings nehme ich mal an, wird das erst entstehen, wenn die Hochhäuser kommen. Und ich hatte es ja im vorherigen Video schon erwähnt. Mir ist die Versorgung ein bisschen zusammengebrochen und auch, ihr seht, das Stauproblem. Also ich decke nicht mehr wirklich alle Bereiche ab. Das bringt Probleme mit sich. Also vor allen Dingen hier, ihr seht das. Das ruckelt mehr, als dass es läuft. Ja, wie es halt bei jedem solchen Projekten ist, lernt man ja dazu. Und deswegen habe ich mir entschlossen, beziehungsweise nicht nur entschlossen, sondern ich baue seit 2 Tagen schon wieder eine neue Karte. Eine bessere strukturierte Karte. Nicht des Schönbaus wegen, sondern einfach, um mal zu sehen, wie groß kann ich wirklich eine Stadt bekommen, wenn ich denn an alles denke. Das hatte ich hier ja schon geplant, hat nicht ganz geklappt. Ich meine, die Städte sind schon recht groß und die werden sicherlich weiter wachsen. Ich werde euch da alle paar Jahre mal, also nicht alle paar Jahre, sondern alle paar Ingame-Jahre einfach ein kurzes Update geben, dass ihr seht, wo geht die Reise hin, vor allen Dingen ab 1950, wenn wir dann mehr Hochhäuser haben. Die ersten kleineren hier sind jetzt schon gebaut. Ich meine, im Grunde hat sich das wirklich gut entwickelt. Man bedenkt, dass es echt nur in dem Bereich vorher war. Und es geht ja auch, wie gesagt, noch weiter. Ich habe jetzt hier seit 80 Jahren nichts mehr am Streckennetz gemacht. Und viele Sachen laufen wahrscheinlich nicht gerade optimal. Deswegen, es wird eine neue Karte geben. Wie gesagt, hier ab und zu noch. Die lasse ich nebenbei immer mal laufen, wenn ich gerade nichts mache am Rechner. Dann kann die einfach mal 10 Jahre sich selber weiterbauen. Aber im Stream wird es die wahrscheinlich nicht nochmal geben. Beziehungsweise wir sperren einfach nur nochmal kurz reinschauen, denn ich habe so einige Punkte. Das nächste ist eben auch, was mich ganz schlimm stört. Entschuldigt, dass ich gerade schon wieder abschweife. Aber ich möchte das mal zeigen, wenn ich die Geschwindigkeit auf dreifach stelle. Dann stellt sich das Ganze bei mir so dar. Obwohl ich hier oben 44 Bilder habe. Also ihr seht die Bilder. Bildanzahl ist eigentlich stabil. Die FPS auch hier oben. Die andere von Steam, glaube ich. 47 Bilder, also das scheinbar passt das schon. Aber irgendwie. Und in der Mitfahrt geht es gar nicht mehr. Also das sind für mich die primären Gründe, warum ich sage, ich mache einfach nochmal ein neues Projekt. Und da bleibe ich auch zeitnah dran. Wie gesagt, hier wird es 1960, 1965 vielleicht nochmal 2-3 Minuten Video geben. Und dann in den 90er Jahren und vielleicht im Jahr 2010. Also ich mache hier nichts weiter, ich lasse das einfach nur laufen. Wie gesagt, in normaler Geschwindigkeit oder doppelter Geschwindigkeit geht das so einigermaßen. Aber so ist es für mich unspielbar geworden. Brauche einfach vielleicht mal einen neuen PC. Also, oder wenn jemand eine Idee hat, wie man das Ruckeln wegkriegt, trotz stabiler Bilder. Ja, wie gesagt, dann in die Kommentare damit. Ansonsten halte ich euch auf dem Laufenden. Das erste Video zur neuen Map, denke ich mal, wird es Donnerstag oder Freitag diese Woche geben. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Später vielleicht noch einen Livestream von einem anderen Spiel, schauen wir mal. Ansonsten euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Grüße, euer Micha.